Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, eigentlich sieht meine Monstera-Pflanze ganz gut aus, aber ihr habt das gesehen, hier hat sie braune Ränder an den Blättern. Ja, und deshalb möchte ich euch in diesem Video einmal Ursachen nennen, ja, und natürlich auch die Lösung, die ihr vornehmen könnt, wenn eure Pflanze braune Blätter bekommt oder wenn sie braune Ränder oder eben braune Punkte bekommt. Ja, die Ursache, die ich euch als erstes nenne, ist gleich die häufigste Ursache und war auch bei mir an dieser Stelle an dem Blatt die Ursache, nämlich der falsche Standort. Ja? Man muss sich das so vorstellen, die Pflanze, die kommt aus dem mittel- oder südamerikanischen Bereich und genau diesen Lebensraum muss man simulieren. Ja? Sie kommt da eben aus den Urwäldern und ja, das heißt, sie mag keine direkte Sonneneinstrahlung, deshalb hier, das ist ein Südfenster, steht meine Pflanze nicht direkt davor, sondern daneben. Ja? West- und Ostfenster sind auch in Ordnung. Ja, würdet ihr die Pflanze allerdings direkt in die Sonne stellen, ja, dann würden die Blätter eben verbrennen. Gleiches gilt, wenn ihr die Pflanze im Sommer nach draußen stellen wollt. Ja? Da fühlt sie sich sehr, sehr wohl. Ja? Gerade so von April bis September mag sie Temperaturen von 20 bis 28 Grad ungefähr. Ja? Und da müsst ihr aber auch aufpassen mit der Sonneneinstrahlung. Stellt die erstmal ja irgendwo nördlich hinter einer Hauswand, wo sie gar keine Sonne abkriegt und dann stellt ihr die westlich oder östlich, ja, wo sie so halbschattig, halbsonnig steht. Das ist das Beste. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe sie gleich halbschattig hingestellt, beziehungsweise halbsonnig und da ist mir eben ja dieses Blatt verbrannt. Und das war eben, wie gesagt, mein Fehler. Da muss man im Sommer aufpassen. Ansonsten ist es natürlich sehr zu empfehlen, die Pflanze im Sommer rauszustellen. Ja, auch die Temperatur der Pflanze solltet ihr im Auge haben. Wenn die Temperaturen unter 15 Grad fallen, ja, dann können sich eben Flecken mit, ja, braune Flecken mit hellen Rändern bilden. Deshalb achtet darauf, dass die Temperaturen nicht unter 15 Grad fallen. Ebenfalls natürlich eigentlich schon fast logisch, solltet ihr aufpassen, dass der Wurzelballen nicht über längere Zeit komplett durchgetrocknet ist. Die Pflanze kommt zwar besser mit Trockenheit zurecht als mit zu viel Wasser. Ja. Staunässe ist nämlich auch absolut tödlich. Da werden die Blätter erstmal gelb und dann braun. Aber wenn der Wurzelballen zu lange trocken ist, natürlich, dann vertrocknen auch die Blätter und werden braun, wie das bei jeder anderen Pflanze ist. Und eine andere Besonderheit gibt es auch noch wegen der braunen Blätter. Ja, ein weiterer Grund, warum sich braune Stellen an den Blättern ereignen können, das ist die Berührung. Eine dauerhafte Berührung zum Beispiel mit dem Fenster, also mit der Fensterscheibe, ja, oder mit einer Wand, ja, oder durch Menschen, ja, im Vorbeigehen oder sowas, das führt dann dazu, dass eben auch braune Stellen an den Blättern entstehen. So, was macht man jetzt mit einem solchen braunen Blatt? Das ist erstmal eine Entscheidung, die man so pauschal nicht treffen kann. Hier ist noch nicht so viel braun dran, das fällt auch nicht so auf, ist optisch nicht schön, aber das Blatt hat durchaus noch einen Nutzen für die Pflanze, deshalb lasse ich es dran. Wenn es zu sehr braun wäre, würde ich es abnehmen. Ja? Man kann diese Blätter auch abschneiden und zwar hier einfach direkt am Stängel, ja, abtrennen. Dann kann man das in ein Wasserglas tun, dieses Blatt hier. Bei dem wäre das noch möglich, weil noch genug Substanz da ist und dann könnte das wurzeln. Und man könnte sich daraus eine neue Pflanze ziehen. Ja, was macht man jetzt mit Rändern? Hier nutzlos, aber wenn natürlich nur mal hier so am Rand ein paar Ränder sind, dann kann man ja leicht am Rand, sage ich mal, hier so lang schneiden, immer noch ein bisschen von dem braunen Rand stehen lassen, weil wenn ihr ins Grüne reinschneidet, geht der braune Rand noch weiter nach innen rein. Deshalb ganz leicht einen braunen Rand stehen lassen und das Ganze eben abschneiden. Ja, hier oben zum Beispiel. Hier wäre ein gutes Beispiel, wo man eben hier so leicht an dem braunen Rand langschneidet und da stehen lässt, dann würde das im Prinzip ja kaum noch auffallen an dieser Stelle. Ja, wenn ihr nicht nur braune Blätter habt, sondern auch gelbe Blätter, ja, die dann hinterher braun werden, wenn die absterben, dann möchte ich euch einmal dieses hier an dieser Stelle verlinkte Video empfehlen. Da sage ich euch, welche Ursachen gelbe Blätter haben und vor allem, was ihr dagegen tun könnt. Ja, ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Sagt bis dann, euer MacPaverick.